Und damit herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Gerade eben noch am Mittagessen gewesen und jetzt direkt wieder am Aufnehmen. Ja, keine Ahnung. Warte mal. Wir müssen jetzt mit dem Kerl da reden. Nochmal zum Geisterritual. Du wirst also beim Geisterritual dabei sein. Ja, ich werde da sein. Ja. Du kannst dich auf mich verlassen, mein Junge. Okay, geile Sache. Und ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn an alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Gute Arbeit, mein Junge. Wir sind echt geil, muss man schon sagen. Ich überlege jetzt gerade, wie viel Gold wir denn haben, was wir denn jetzt lernen könnten. Ich habe gerade eine Jacke angezogen. Entschuldigung, Leute. Jo, erstmal bräuchten wir was zu futtern. Bei welchem hier können wir denn was zu futtern kaufen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hast du Zauber für mich? Ich arbeite schon seit längerem an einem besonderen Zauber. Ich könnte dabei allerdings deine Hilfe gebrauchen. Es ist nicht ganz einfach und du hast nur einen Versuch. Wenn du es nicht schaffst, wird uns dieser Zauber wohl verwehrt bleiben. Okay. Ich habe das grüne Feuer im Leuchtturm angezündet. Sehr gut. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Was möchtest du als Belohnung? Gib mir Gold und Quid, eine ordentliche Entschädigung wäre gut. Ich bin noch dafür. Gib mir etwas Gold und wir sind quitt. Alles klar. Hier hast du 200 Goldstücke. Das sollte dich entschädigen. Danke nochmal. Wenn nur ein neuer Dämonenjäger wegen diesem Feuer hierher findet, hat es sich schon gelohnt. Oh ja. Okay, kommen wir zurück zu diesem komischen Zauberspruch. Was genau soll ich für dich tun? Ich habe erst letzte Nacht eine Beschwörung im Eisenwald durchgeführt. Dort habe ich 6 entsetzte Geister in einem stofflichen Zustand beschworen. Ich wollte mich allerdings zuerst besser vorbereiten, bevor ich diese Geister jagen gehe. Okay. Warum willst du Geister jagen? Genau da liegt mein Problem. Ich will die Kraft, die ein sterbender Geist freisetzt, nutzen, um einen Zauber zu erschaffen. Aber es sind eben nur 6 Geister. Und ich brauche Energie von mindestens 6 Geistern. Die Beschwörung ist sehr zerbrechlich. Das heißt, sie dürfen dich nicht sehen. Wenn dich auch nur einer sieht, verschwinden sie alle. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, die Geister erneut zu beschwören. Blick der Schatten, diese astralische Macht aller Arten von Schattenwesen. Ich werde die Geister für dich jagen gehen. Alles klar. Aber denk dran, dass sie dich auf keinen Fall sehen dürfen. Wenn wir uns ihre beim Sterben freigesetzte Energie zunutze machen wollen, musst du wirklich aufpassen. Okay. Schleiche dich am besten von hinten an sie heran und stich zu. Hier, ich habe noch etwas für dich. Benutze es. Damit ist es dir möglich, Schatten und andere niedere Wesen der Unterwelt zu sehen. Die Geister sollten dann aufleuchten wie die Lavaschlucht, damit du dich nicht von ihnen überraschen lässt. Okay. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Mach dich nützlich bei uns. Ich werde dir alles anrechnen, was du für uns tust. Aber wenn du es wirklich eilig hast, aufzusteigen, dann solltest du Wilson helfen. Er hat sich selber eine große Aufgabe auferlegt, für die er eigentlich kaum Zeit hat. Hilf ihm bei seiner Sache und ich werde mir überlegen, ob du bereit bist, in den Rang eines wahren Dämonenjägers aufzusteigen. Okay. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Verursache zusätzlichen Schaden gegen Dämonen. Dies ist schon lange leicht gefallen, die Macht der Runen zu lesen und zu benutzen. Ein Runenmagie-Talent steigert sich um 10%, 10 pro Stufe. Ich möchte mehr Schaden. Okay.
Dein Körper erholt sich nach Anwendung von Magie schneller als bei anderen Menschen. Der Cooldown von Zaubersprüchen sinkt um 10% pro Stufe. Binde die Magie deiner Sprüche in einfache Gegenstände. Jeder dieser Gegenstände erhält eine Ladung des Zaubers. Ha. Ich glaube, das war's fürs Erste. Höllenhund beschwören. Ich möchte einen Höllenhund beschwören können. Setze den Zauber weise ein. Okay. Bring mir bei, wie ich Gegner mit einer Schockwelle von mir wegstoßen kann. Setze den Zauber weise. Bring mir den Zauber Steinfaust bei. Setze den... Warte mal, wir haben gerade ganz schön viele Zauber gelernt. Ich feiere das gerade ziemlich. Das heißt, das sind jetzt permanente Zauber. Oder wie? So nicht. Nein, das wird nichts. Ach nein, wir können jetzt welche herstellen, oder wie? So nicht. Ach, wie geil. Wie geil ist das denn, meine Freunde? Guck mal, was wir können. Was wir können? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dieses Mal schaffe ich dich. Meinst du? Los da! Mach schon! So, komm. Du aller Dude. Das war heftig. What? Das war gut. Ach stimmt, wir hatten ja gar kein Leben. Wir sollten vielleicht erstmal was trinken und unser Leben damit aufladen. Fuck, ich bin ein Vollidiot. Ja, wo finde ich denn hier Leben? Wo ist denn... Ah, ich glaube, bei dem Meister da drin war... Wasserfass, ja genau. Lecker Schmecker. Du willst also deinen Arsch unserer Sache widmen. Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Hoffentlich hältst du länger durch als die meisten von uns. Aber sag mal, bist du bereit, unserer Gemeinschaft einen großen Dienst zu erweisen? Klar. Die Dämonenjäger können sich auf mich verlassen. So spricht ein wahrer Krieger. Wirst mir immer sympathischer. Pass auf, diese verdammte Brut hat es irgendwie geschafft, verfluchte Bücher unter die Leute zu mischen. Wir müssen diese Bücher in unseren Besitz bringen. Schaffen wir es nicht, können wir bald nicht mehr wissen, wer auf unserer Seite steht. Okay. Wegen Grace. Grace hat einen Verlobungsring erhalten. Und? Wie hat sie reagiert? Sie war überglücklich. Ich glaube, sie vermisst dich ziemlich. Wirklich? Oh Mann! Wenn mein Auftrag hier erledigt ist, kehre ich zurück. Ich hätte es an deiner Stelle nicht so eilig. Ah, sie hat auch ihre guten Seiten, glaub mir. Bevor du gehst, hier, nimm den Diamantschleifer. Ich stehe zu meinem Wort. Danke, sonst wäre ich hier auch nicht von der Stelle gewichen. Ja, ich weiß. Ein Deal ist ein Deal. Exakt. Diamantschärfer. Hört sich geil an. Wegen Gray. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Was? Eine Nachricht von Grace? Gib schnell her. Das ist die beste Nachricht des Tages. Lass mich ab. Ich habe immer. Danke. Danke. Ich werde dies hoffentlich nicht ab. Warum hat man dir die Sache? Warum hat man dir die Sache mit den Büchern anvertraut? Du denkst wohl, nur weil ich der Schmied bin, mache ich mir keine Gedanken. Aber da irrst du dich. Unser Schicksal geht uns alle an. Mein Wort hat dir durchaus Gewicht. Ich habe weitaus mehr auf dem Kasten, als nur Klingen zu falten.
Das glaube ich. Zeige mir, wie ich mich mit einer Runenhaut schützen kann. Die neue... Bring mir den Zauber der Heldenmut bei. Die neue Macht wird dir helfen. Zeig mir... Wenn... So, hat der Benutzbares. Scheiße, der hat scheinbar nichts. Och Mann, Manometer, ey. Mit dem kann ich scheinbar echt nichts anfangen. Verkaufen. Stell einen Armbrust. Geil. Warum muss eigentlich alles immer so hässlich aussehen? Oh Mann. Das können wir ja mittlerweile selber benutzen. Da, Plunder. Schattenwaffen 21, Alter. Wir sind echt krasse Boys. Altes Wissen haben wir jetzt fast gar nichts mehr. Gabel, Schädel, Löffel, Krüge, Messer, Besen. Wo soll ich nach den verfluchten Büchern suchen? Jeder Einfallspinsel kommt in Frage. Aber damit wäre den Schatten nicht geholfen. Nein, ich denke, einen Großteil der Bücher wirst du bei Typen finden, die einen gewissen Einfluss besitzen. Am besten siehst du dich hier auf Kalador um. Und in meiner alten Heimat Antigua wirst du sicher auch fündig. Ein Besuch bei den Magiern kann auch nicht schaden. Ja, genau, ich soll einfach alles machen. Ich brauche eine genauere Ortsbeschreibung für die Büchersuche. Na schön, was willst du wissen? Irgendeine Idee, wo ich hier auf Kalador suchen soll? Tja, wenn einer was weiß, dann der Wirt Travis oder die Hure Yvette in der Taverne. Sonst würde mir auch niemand einfallen. Okay, Warum sollte ich gerade auf Antigua nach einem Buch Ausschau halten? Weil sich die Saufbrüder für nichts zu blöd sind. Glaub mir, da findet sich immer einer, der sich auf eine Schnapsidee einlässt. Versuch es mal bei einem dieser Schlägertypen. Wer könnte mir bei den Magiern Auskunft geben? Irgendeinen Bücherwurm wird's da schon geben. Obwohl... Moment, vergiss die Idee. Hör dich mal im Hafen um. Da wird immerhin jeder Scheiß angeliefert. Warum nicht auch ein paar verfluchte Bücher? So. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Glaube ich, ja. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, ich merk's. So, wir machen damit erstmal Folgendes. Wir haben nämlich jetzt noch Heldenmut und Runenhaut bekommen. Mann, das sieht schon echt cool aus. Komm. Ich heile! Ups. Das hat zum Glück keiner gemerkt, gell? Tut mir doch leid, Wilson, ich wollte das gar nicht. Wie konnte das denn passieren? Hä? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Ach meine Fresse. So, bisschen wieder zu sich nehmen. Jetzt guck mal, was so abgeht. So. Ich hab. Hast du was für mich?
Ich habe mich eurer Gemeinde... Das ist gut. Das ist sehr gut. Freut mich zu hören, dass unsere Reihen wieder Zuwachs bekommen. Wir haben es auch bitter nötig. Denn wie es aussieht, streifen neben den Schatten noch ganz andere Gestalten über diesen Flecken Erde. Von welchen Gestalten hast du gesprochen? Das niederträchtigste Pack, das man sich vorstellen kann. Plünderer! Während wir hier die Stellung halten, gräbt die Saubande nach dem Wissen der alten Hochkultur. Die grünen Feuer locken wohl nicht nur die Rechtschaffenen an. Das glaube ich. Wo soll ich nach den Plünderern suchen? Ich weiß zwar nicht, wo sie sich verkrochen haben, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Du meinst doch sicher Travis, den Tavernenwirt. Richtig. Der kriegt doch alles mit. Das Pack hat sich bei ihm sicher schon Mut angesoffen. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. Okay. Ich werde mir die Plünderer mal vornehmen. Gut. Sei aber nicht zu zimperlich. Besser deine Klinge in ihrer Brust als ein Messer im Rücken. So, dann haben wir jetzt ganz schön viel zu tun. Wir müssen zu Travis, den Tavernenwirt, weil der wahrscheinlich viel wissen wird. Aber vorher, da wir jetzt so ziemlich volles Leben haben, messen wir uns nochmal mit dem Kerl da. Dieses Mal schaffe ich dich. Meinst du? Zeig's ihm! Mach schon! Pam. Los, Tom! Oh, yo. Zeig sie! Oh, ich hab's geschafft und die Zauber sind ziemlich cool und geil und macht Spaß damit zu kämpfen. Jetzt wird das Kämpfen auch viel epischer in diesem Spiel mit so vielen Zaubern. Okay, ja. Nutze die Kraft des Donners im Kampf gegen. Stärke dich und mach dich zu einem besseren Nahkämpfer. Ich habe da nicht so viel altes Wissen. Schwertmeister lernen. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf einen Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Dafür bin ich nicht gut genug. 50 in Nahkampf und Fingerfertigkeit. So gut bin ich auch nicht. Okay, was fehlt da denn? Nahkampf. Aber warte mal. Das sollten wir jetzt auch mal langsam anfangen zu beten. Denn das ist ja nicht ohne. Das ist ja nicht ohne. So, die Folge ist jetzt schon ein bisschen länger. Und wir haben verdammt geile Sachen gelernt. Wir können nämlich jetzt zaubern. Ich glaube, das deutet darauf hin, dass wir Fame sind. Wir sind definitiv Fame. Und dadurch, dass wir jetzt was getrunken haben, was man immer machen sollte am Ende von einer Folge... Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr es toll fandet. Auf jeden Fall fand ich geil, dass wir jetzt endlich zaubern können. Und dadurch, dass wir jetzt endlich zaubern können, werden wir jetzt in den nächsten Schlachten oder zu den nächsten Orten, zu denen wir kehren werden, viel mehr Spaß haben beim Kämpfen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf diese Folgen. Und ja, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und aber nicht vergessen, wenn ihr noch nicht Teil meiner, bzw. unserer Community seid, denn so...
freue ich mich über euren Support und merke, dass euch das Ganze gefällt, merke, dass euch meine Videos Spaß machen und merke, dass ihr mehr sehen wollt. So sehe ich dann auch zugleich, dass ich weitermachen soll, dass ihr Gefallen daran habt, wie gerade schon gesagt. Und zur anderen Seite könnt ihr euch belustigen an meinen Videos und ja, ich falle jetzt hier einfach mal runter, weil ich kann. Was mache ich denn jetzt? Was ist das? Und damit bis zur nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir und ciao.